Ich bin Christian Holzknecht und Fotograf. Und ich spreche über das positive Leben. Die Menschen kommen bei mir vor der Kamera als Fotograf immer dasselbe Problem gehabt, nämlich sie haben sich nicht perfekt genug gefühlt oder schön genug gefühlt, als dass sie sich entspannt hätten können, einfach nur dorthin stellen und sagen, das machen wir Fotos. Ne? Und das hat mich dann dazu gebracht, nachzuschauen, wieso genau ist denn das eigentlich so? Wie kommt das Thema überhaupt in unsere Gesellschaft? Wieso vergleichen sich Menschen und sagen, es ist egal, was ich tue, es ist nie genug. Ich bin nie so, dass ich sagen könnte, ich bin perfekt. Sagt wer, ne? Weil es macht auf jeden Fall keine guten Gefühle. Jetzt lebe ich so unter dem Lebensmotto, nur was gute Gefühle macht, macht eben glücklich. Und wenn ich nicht glücklich bin, folglich habe ich Sachen in meinem Leben, die keine guten Gefühle machen. Und ich helfe den Menschen, für sich selber mal hinzuschauen und mache es auch nur deswegen so, wie ich es mache, weil ich es bei mir selbst getan habe. Wenn ich den Vortrag mache unter dem Deckmantel Schönheit und wie das Wort schon sagt, es ist ein Deckmantel, dann mache ich das, weil sonst die Menschen nicht verstehen würden, warum ich darüber spreche, weil ich ja der Fotograf bin. Die Wahrheit ist, dass das Thema, es ist nur ein Lockbegriff im Sinne von ein Deckmantel über das, was wir Gesamtlebenskonzept nennen. Nämlich wenn ein Mensch, und bei mir sind es vordergründig Frauen, die unter diesem Druck eben mehr das Thema haben, sich selber nicht perfekt fühlen, dann ist es natürlich, das hat Auswirkungen immer auf alles. Was heißen soll, wenn die Sachen, die für mich in meinem Privatleben durch meine Glaubenssätze und meine Strategien für Leben nicht funktionieren, bin ich genau gleich in der Arbeit und ich habe dort die gleichen Auswirkungen. Vom Grundsatz her ist bei mir sowieso so, dass ich der Meinung bin, es ist alles in uns. Deswegen ist auch in Weiterbildungen es oft so, dass wir sagen, wusste ich schon, habe ich nur nicht angewendet oder konnte ich nicht, weil ich nicht genau gewusst habe, wie. Aber so dieses der Instinkt, es immer besser machen zu wollen und immer schöner leben zu wollen, den haben wir, der ist uns angeboren. Und das ist die geilste Energie, die es gibt, denn das ist die Triebfeder für, ich will auch was tun, damit es besser wird. Was kann ich tun, wie mache ich es denn oder wie könnte ich es denn machen? Und das Lässige an der Sache ist, es ist egal, wo sie sind. Es ist jeder Mensch, den ich fragen könnte in so einem Hörsaal voller Teilnehmer, hätte eine andere Aussage, wenn ich frage, wo drückt der Schuh. Nur das, was sie machen, wie sie es machen, dass es so sich anfühlt, ist immer dasselbe. Und deswegen sind so Strategien oder eben auch darüber zu sprechen, wie genau machen wir es denn, wenn es uns mal nicht gut geht oder wie genau machen wir es, wenn es uns mal gut ging und wie kann ich das größer machen, wiederholen. Darüber sprechen wir dann und das ist das, was denen auch am meisten hilft, weil es bei allen dasselbe ist.